Nicht hier. Wir haben Verletzte. Antas und Haswolf sind zurückgekehrt, aber irgendwas hat sie erwischt. Ich komme. Moment. Was brauche ich denn alles? Ich nehme meine Tasche mit. Komm. 30 Sekunden und später steht sie oben. Gern nach oben. Ja, 30 Sekunden später steht sie oben und rockt sich dann neben Diamantis, den Piraten, den Maraskanern und so weiter ab. Beziehungsweise der Pirat ist ja schon gestorben und seine Leiche habt ihr zurückgelassen. Ich würde mal die Pergamente an mich nehmen und sichten, die uns Diamantis gegeben hat. Nicht hier, Boltax, unter Deck. Ja, selbstverständlich. Also kümmert euch erst um Haswolf, Nietja. Ihm geht's um einiges schlimmer als mir. Ja, dann würde ich mit Abel mir unter Deck gehen, in unsere Kabine. Nun, das scheinen die Dokumente zu sein. Ich begleite euch. Okay. Ich bleibe am Steuer stehen. Muss ja. Die Kiste, ist sie offen oder geschlossen oder verschlossen? Also ich habe sie jetzt erstmal mitgenommen, die Kiste. Ich habe noch nicht probiert, sie zu öffnen. Könnt ihr auf alle Fälle öffnen und darin liegt dann auch das Logbuch drin. Und natürlich dann eben auch ein Schreiben, was dann an Beilung wohl gerichtet wird. Zumindest mit den Informationen von Zulamin wird das klar. Könnt das öffnen und steht dann vor einem Buchstabensalat. Ihr seid jetzt in die Kapitänskajüte gegangen oder wohin? Genau. Okay, ja, der einzige Ort auf dem Dreckskahn, der halbwegs trocken ist. Ich wäre mitgekommen, denn ich will auf jeden Fall wissen, für was einige von uns ihr Leben gegeben haben. Ja, also ich hätte den Brief dann an Avelmir gegeben und würde selbst mal ins Logbuch reingucken. Das muss diese Nachricht sein. Ich würde mir an den Schreibtisch mal setzen und erstmal mich über dieses Papier beugen und gucken, ja, ob ich mittels bekannter Kryptografie-Methoden, Buchstaben verschieben etc., da einen Sinn herausbekommen könnte. Ob ich ein System erkennen könnte überhaupt erstmal. Ja, ich hoffe wirklich, dass alles was wert. Wir haben das ziemlich teuer erkauft. Oh, hier steht der Name des Schiffes, Stolz von Jägern, vor 4 Tagen ausgelaufen in Boran. Ziel? Und vor 3 Tagen ist sie in den Sturm gekommen. Seitdem gibt es keine neuen Einträge mehr. Das war der letzte. Von Jägern hat er gesprochen. Aber nach dem Namen des Schiffes habe ich vergessen zu fragen. Naja, wahrscheinlich auch nicht wichtig. Der Kapitän heißt Pergin Paderklaue. Das muss die Monstrosität gewesen sein, die wir in der Kapitänskajüte getroffen haben. Hatte nicht mal mehr einen richtigen Arm, eher eine Klaue, wie es der Name auch schon sagt. Nun, hier steht rote Hand des Amtes Kavazoab. Wisst ihr damit etwas anzufangen? Das hat der andere Paktierer auch gesagt. Ich habe einen von denen befragt, Mantas, die wir aus dem Wasser gefischt hatten. Er war wohl auch ein Paktierer, aber wohl nicht so hochrangig wie dieser Pergin. Er ist noch am Leben, also wir könnten ihn noch befragen, falls es nötig werden sollte. Wenn ihr meint, irgendwas Sinnvolles aus ihm rausquetschen zu können, sonst würde ich ihn einfach in die fähigen Hände von Rafim überlassen. Er weiß schon, was mit ihm anzufangen ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass diese Nachricht sehr viel informativer sein könnte, aber... Wir sollten ihn auf jeden Fall am Leben halten. Vielleicht kann es uns noch nützen, ihn an Bord zu haben. Wir können ihn dorthin sperren, wo wir auch diesen Magier gesperrt haben. Ich meine, ich weiß nicht, hilft Eisen auch was gegen Paktiere? Nun, Eisen hilft immer. Ja, er ist schon eingesperrt. Aber sie sind ein schweigsamer Haufen. Schwierig zu brechen. Fürchten keinen Schmerz. Aber sie fürchten Dinge. Aha. Versteht ihr, was ich meine? Kommt auf den Mann an, den ihr verhört. Die Bastarde haben in der Regel nicht mehr viel zu verlieren.
Aber Abel, mir jetzt sag doch mal, was da auf deinem Blatt Papier steht. Was? Schau mal hoch, war vollends konzentriert auf dieses Blatt Papier. Es wird wohl etwas dauern, fürchte ich. Soll ich ihn verhören gehen, Rafim? Naja, wenn ihr seine magische Verteidigung durchbrechen könnt. Dann will ich es einmal versuchen, aber ich möchte nicht alleine hinunter, aus ersichtlichen Gründen. Ja, unterschätzt ihn nicht. Er hat schon angekündigt, einen weiteren Kreis tiefer zu gehen, sollte es nötig sein. Sehr gut, sehr gut. Dann kommt am besten mit. Habe mir, wollen wir mal Alchemie? Okay. Beim Untersuchen fällt dir auf, dass es nicht nur diese verschlüsselte Nachricht gibt, sondern es gibt auf der Rückseite eine weitere verschlüsselte Nachricht, die allerdings unsichtbar ist. Kann man die gegen das Licht sehen oder braucht man da einen Modifikator-Substanz sozusagen, um die sich wieder sichtbar zu machen? Also mindestens brauchst du eine gegenpassende Substanz. Mindestens. Und dann würde ich mir den Brief mal schnappen und dazu kann ich Tiziana gehen. Ja, hast du Kryptographie? Ich habe Kryptographie, ja klar. Ja, würfel gerne mal. Ja. Dir ist auch bekannt, dass du die Sachen, wenn dir nicht bekannt ist, womit geschrieben worden ist, könntest du auch mit dem Odem nachhelfen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Vielleicht ist es ja auch diese Unsichtbarkeit nicht nur alchemisch zu knacken, sondern auch magisch. Gut, dann würde ich erstmal ohne Würfel Blick darauf werfen, ob dieses Pergament magisch ist, beziehungsweise Schriftart magisch ist, Band, Tinte, wie auch immer. Lass mal über Zeit. Mhm. Der erste Teil ist noch mit relativ wenig Aufwand für dich zu knacken. Also du guckst dir das kurz an, du musst halt auch ein bisschen überlegen, aber die Verschlüsselung ist gar nicht so sehr schwer wie das, was du auf der Rückseite dann erwartest. Wahrscheinlich war das wohl nur eine Ablenkung mit einmal den offensichtlichen Informationen und das, was dann wirklich geheim ist, das wurde dann eben noch als Ablenkung unsichtbar gemacht und ja. Aber du siehst, dass es eine Matrix gibt und erkennst sogar den Schlüssel. Gut, den Schlüssel, ist ein Wort oder eine Geste oder? Ein Wort. Ja. Oh Mann. Ja, dann schaue ich hier rum, ob meine Mitgefährten den Raum verlassen haben. Ja, du bist irgendwie runtergerannt, so keine Setiano, stehst jetzt kurz vor seiner Tür, wolltest gerade anklopfen, da, ja, also, du siehst eben noch, wie so ein paar von den Gardisten, von den Dukaten-Gardisten Patrouille laufen, haben sie auch gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in Richtung des Sturmes und gucken auch nicht auf dich. Und Nethia ist sowieso schon rausgerannt und kümmert sich dann um Verletzte und du kannst auch den anderen, kannst du auch nicht erkennen, den weiteren, die sind wohl gerade irgendwie draußen und du stehst jetzt eben auf dem leeren Flur. Ich würde mich dann mal in eine Tür reindrücken, also nicht bei Kanzian, sondern die gegenüberliegende. Mal die Tür aufmachen, ob da jemand drin ist. Zurzeit. Dann würde ich in die Zimmer reingehen. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, die Krankenstube jetzt gegenüber, glaube ich. Genau, richtig. Tür zumachen und. Du würfelst und du sprichst den Schlüssel und siehst, wie sich die unsichtbare Schrift zu einem weiteren Silbensalat vor deinem Auge formt. Eine Verschlüsselung. Eine Verschlüsselung. Habe ich es richtig verstanden? Oder? Ja. Einen weiteren verschlüsselten Text. Den ersten hast du, wie gesagt, schon übersetzen können. Das war eine einfache Cäsar-Verschiebung. Die zweite sieht wesentlich komplizierter aus und war unsichtbar. Und das ist dann wieder was sich mal wieder nur Hafax ersinnen kann, beziehungsweise seine Agenten, die dann von ihm gebrieft wurden. Gut, dann würde ich mal probieren, mir ein Stück Zelle zu greifen aus der Krankenstation, oder ein Pergament mit einem Griffel
und probiere mal diesen unverschlüsselten, also diesen unverschlüsselten Text sozusagen nieder zu schreiben, obwohl es ein Buchstabensalat ist, wenn ich es noch kann. Um später sozusagen nicht jemand sichtbar zu machen, um dieses Schlüsselwort sprechen zu müssen. Ja, ich habe ihn sichtbar gemacht. Derweil bei den anderen. Ja, ich würde mit Rafim runtergehen zu der Zelle, in der unser Paktierer wohl sitzt und dann mit Rafim gemeinsam eintreten. Rafim, ist das der Mann? Wie du siehst, der ist immer noch etwas außer Atem. Ja, ich sehe es. Das hast du gut gemacht. Aber er lebt noch, nicht wahr? Ich lebe noch. Ja, dann lege ich ihm mal aufmunternd die Hand auf die Schulter. Und du kannst mich auch verstehen. Das ist gut. Und dann wirklich eine Halluzination. Ich würde gerne... Ja, komm, ich mache Erzwingen 1. Das kann ja nicht schaden. Kannst du Rituale erzwingen? Ist Halluzination, ist ein Zauber, kein Ritual. Ein Zauber? Damn. Ja, klar. Okay, hab nichts gesagt. Natürlich. Ja, komm, ich mache Erzwingen 1. Also, ja, ist eine rote Hand. Was haben die so für eine MR? 5 oder so? Rote Legion? Sind die besser oder schlechter als die Karmod gerade? Die sind ein bisschen schlechter. Oh, schlechter? Ja, dann ist das mit 5 aber schon gut. Das sind eben die Dschungelkämpfer und die Karmod-Gardisten sind dann die Küstenkämpfer. Ja, das ist mit 5 aber schon gut dabei. Ja, ich mach da 5 raus. Alles klar. Andererseits, er ist ein Paktierer, also vielleicht hat er das gepusht mit Pakt-GP. Also... Ach Quatsch, jetzt habe ich es mir um 1 zusätzlich erschwert. Ist natürlich erleichtert, nicht erschwert. Damit wären es nicht 17. Egal. Ich sehe sogar noch offiziell ist der MR nur 3, aber das finde ich viel zu wenig. Ja, ist ja auch egal. Ich lege ihm auf jeden Fall die Hand auf die Schulter. Sieh, dort ist Helm Hafax. Erstatte ihm Bericht über alles, was passiert ist. Gibt es Abzüge, wenn die Halluzination zu unmöglich fake ist? Nein. Okay. Ja, er blickt Rafim an. Verzeiht, mein Lord. Wir haben versagt. Wir sind nicht durch den Sturm gekommen. Und Bergin ist höchstwahrscheinlich gestorben. Wir sollten nach Beilung übersetzen. Wir kommen im Auftrag von Nedim Majida und vor allem von eurem blutigen General. Belarion Menning, er sagt, wir sollen nach Beilung übersetzen und dort den Spion den Brief geben. Ich weiß nicht, wer es ist, aber der Brief ist verloren. Zumindest gehe ich davon aus. Es kann auch sein, dass eine Gruppe von Sympathisanten ihn gefunden hat und ihn euch vielleicht überbringen wird, aber ich kenne nicht das Ziel, was in dem Brief steht, noch weitere Details. Es tut mir leid, mein Herr. Bitte tötet mich nicht. So blickt der Rafim an. Voltax, beeindruckend. Eher als beeindruckend. Das übliche halt. Ja. Naja, erstmal entscheidet das leider der Kapitän. Natürlich. Unglücklicherweise. Ihr verwirrt mich, mein General. Ja. Rafim, frag ihn doch noch Sachen, die du eventuell wissen möchtest. Wieso war der Sturm diesmal so stark? Er ist stärker geworden, seit den namenlosen Tagen. Aber ich dachte, das wisst ihr bereits. Ja, und wieso ist euer Schiff gesunken? Weil wir keine Seeleute sind, mein Herr. Vor allem wir von der Roten Legion. Wir dienen im Dschungel. Wir wurden abgezogen. Ich bin der Meinung, dass die Karmod-Gardisten bereits auf dem Weg sind. In Richtung Gilaskan. Ich weiß nicht, wie weit sie gekommen sind, aber Manning sagte, dass er dort ein Schwert bergen will. Mehr weiß ich nicht, mein Herr. Die Befehle, die in dem Brief standen, kann ich euch auch nicht sagen. Ja. Ich
Wie viele von euch waren an Bord? 50. So und nur einer ist zurückgekommen. Bin mir nicht ganz sicher. Sie haben Leute rausgezogen. Wie viele es waren, weiß ich nicht. Ich bin auch der Meinung, dass einige die Boote losgemacht haben im Sturm, aber ob sie es überlebt haben, weiß ich auch nicht. Zumindest bin ich der Einzige, der in den Zellen wach geworden ist. Und jetzt seid ihr hier, mein Herr. Wo der Rest von uns, das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie uns getrennt, damit wir keine Flucht planen. Wie weit ist dein Fluchtplan? Ich hab noch keinen. Ich würde für euch einen Kreis tiefer gehen, mein Herr. Ja, das ist immer eure Antwort. Nichts kriegt ihr alleine hin. Ich erwarte einen Plan, wenn ich wiederkomme. Einen besseren. Er blickt sich um, wie er in der Zelle gerade sitzt und schluckt dann einmal. Jawohl, mein General. Fürst kommt Tor. Er versucht zu salutieren, die Ketten krasseln und dann blickt er dich wieder an. Ja. Ich bin in 2 Minuten, weil eine für dich nicht reichen wird für einen Plan wieder hier. Und dann bist du besser ohne Ketten. Mitkommen. Und dann würde ich kurz den Raum verlassen. Ja, ich verlasse selbstverständlich auch den Raum. Naja, ich denke, das ist eine gute Gelegenheit, unsere Ketten zu testen. Sinneschärfeprobe. Hören. Ja. Ich denke, der ist jetzt motiviert. Ja, auf jeden Fall. Ihr Säcke habt einen Kreis 2 Paktierer produziert. Junge! Weißt du eigentlich, was der macht? Der biegt die Dinger von Hand auseinander. Das will ich hoffen. Er kauft sich gerade Körperkraft 65. Du hörst es einmal kurz klirren und dann hörst du es einmal aufstöhnen und dann kannst du auch durch die Gitter hindurchblicken und siehst, wie er sich gerade versucht, mit seinen Reißzähnen seinen Arm abzubeißen. Rafim, ich glaube, das ist ein Fluchtversuch und bei einem Fluchtversuch musst du als guter Korgeweihter noch einschreiten, nicht wahr? Naja, weißt du schon alles, was du von ihm wissen wolltest? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir alles wissen wollen. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was es da noch zu fragen gäbe. Ja, ich würde jetzt genau 2 Minuten abwarten. Ich weiß nicht, wie weit der Mann in der Zeit kommt. Nach einer Minute kannst du es einmal klitschen hören. Und wenn du nochmal durch die Zelle guckst, so mehr aus Interesse oder aus Blutlust, kannst du sehen, wie seine Hand runtergefallen ist. Die Kette hängt wieder an der Wand und er beißt gerade sich die zweite Hand ab. Also wenn du nach 2 Minuten die Tür öffnest, dann hat er halt keine Hände mehr, aber er ist frei. Ja, ich würde Boltax zunicken. Sie sind ein faszinierendes Völkchen. Nicht wahr? Jetzt blutet er uns die ganze Zelle voll. Willst du das nicht hinter dich bringen? Naja, also ich muss tatsächlich leider auf den Captain warten. Na, dann gehe ich mal schnell nach oben und hole seine Erlaubnis ein. Ja, das ist nett von dir. Ja, du passt hier auf. Und du hast noch, ich weiß nicht, 2 Minuten Zeit, Hafax zu spielen. Dann wird der Halluzinationszauber enden. Ja. Also, viel Spaß. Ja, dann würde Rafim die Zelle wieder betreten. Naja, ausreichend, würde ich sagen. Verzeiht, Fürst Komtor. Du siehst, wie seine Augen mittlerweile, die roten Äderchen haben sich weiter in sein Inneres gezogen. Eigentlich sind seine Augen nur noch blutige Augäpfel. Wie sie jetzt dich rot anblicken. Und er scheint wohl echt Schmerzen zu haben, aber er ist frei. Er wird wohl nie wieder eine Waffe finden können. Es sei denn, er tritt die Nachfolge von Perjin Padaklaue an. Und verschmilzt selbst mit einer Waffe. Wieso
Ist der Kapitän nicht er? Wie konnte er fallen und leben? Ich weiß es nicht. Der Sturm. Verzeiht. Der Sturm. Ihr kniet vor dem Sturm. Wie Hunde. Seid ihr Hunde? Oder seid ihr meine Soldaten? Mein Fürst kommt hoch, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Mein Soldat. Mit allem. Ja. Was tun derweil die anderen? Ich laufe zu Abelmir. Ich habe ja gehört, dass er zu Kalnestiana gehen wollte. Fragen wir uns gerade mal Jalan oder Zudami. Wie ist das Wetter auf Deck? Stürmisch, also, sehr stürmisch. Also andersrum gefragt, jetzt wo wir wieder einen Kurs haben und Fahrt halten, fühle ich mich wohl dabei, dem Steuermann das Steuer zurückzugeben oder möchte ich lieber hier bleiben? Nach meiner fachkundigen Meinung. Also du kannst es auch selber machen, er ist allerdings erfahren und kriegt das vielleicht okay, selber hin. Also, gut, wir sind ja noch nicht drin. Ihr seid noch nicht drin, nein, du weißt noch nicht, wie schlimm das wird. Und du weißt ja auch nicht, dass der Sturm stärker geworden ist seit den namenlosen Tagen. Vielleicht hat Panik. Richtig, okay, in dem Fall habe ich ihm halt noch kurz instruiert, habe ihm das Ding wieder gegeben und bin jetzt irgendwo gerade auf dem Weg nach unten. Also die, wenn die anderen sich bewegen, wenn sie mich dann treffen. Ja. Zulamin, was tust du? Ja, ich hatte eigentlich vor, Abimir beim Rätselraten zuzusehen, aber nachdem der davongerannt ist, denke ich, bin ich bei Diamantis geblieben, dass der nicht zusammenklappt. Kann auch sein, dass wir inzwischen gemeinsam woanders sind, das weiß ich nicht. Ja, ich hätte aber auf jeden Fall eine halbe Stunde noch da in der Kapitänskajüte verbracht. Ich warte erst mit wenn das Nied hier mit Haswell von den anderen fertig ist. Mir geht es vergleichsweise zu denen noch um einiges besser. Sollen diejenigen die Hilfe erhalten, die auch unbedingt brauchen. Ja, ich hoffe trotzdem, dass Nied hier bald kommt. Ihr seht trotzdem auch nicht so gut aus. Ja, Haswell hat es ziemlich erwischt. Ich dachte, dass einmal diese Klaue hätte ihn Erfolg gänzlich durchbohrt. Ich dachte nicht, dass er nach diesem Schlag noch steht. Gut, dass ihr ihn dabei hattet. Wir haben ja nicht Leute zum Kämpfen runtergeschickt, sondern, nun ja, eher Leute, die gut schwimmen können. Ich hätte noch viel lieber Rafim an meiner Seite gehabt, aber wäre niemand von denen an meiner Seite gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Wer hätte denn noch ahnen können, dass er sich noch bewegt? War ein Pfahl durch seine Brust hindurch. Er hat nicht einmal mehr geblutet. Dann, als sich dieser schäbige Pirat, schäbige Matrose an ihn gemacht hat, penisch noch gestikuliert hat, dass er ihn seine Kehle durchschneiden wollte. In einem Moment hat er noch gegrinst und im anderen Moment ist er bleich geworden, weil ihn die Klaue durchbohrt hat. Und diese Stimme. Seine Stimme. Ich krieg diese verdammte Stimme nicht mehr aus dem Kopf. Als wäre ich wieder vor Fort Starrebrand. Ich muss danach auf jeden Fall nochmal mit Boltax reden. Hey, ist schon gut. Ihr seid wieder an Bord und ihr habt ihn besiegt. Sulamin greift ihn an den Schultern und massiert seine verspannten Muskeln so ein bisschen mit dem Daumen. Solchen Menschen am Ende wirklich gegenüberzustehen. Menschen, die freiwillig ihre Seele verpfänden, um zu einer solchen Monstrosität zu werden. Ich verstehe es auch nicht. Von allen Paktierern verstehe ich da vielleicht am wenigsten. Ah, da seid ihr. Ja, dann. Habt ihr gesehen, wie... Ja, er ist noch am Leben. Macht euch keine Sorgen um mich, eins so. Mir geht es gut. Habt ihr schon was von Haswolf gehört? Haswolf ist hart im Nehmen. Er wird es schaffen. Wollt ihr einen Schluck trinken? Vielleicht kein Wasser, lieber etwas Stärkeres?
Nein, nein, danke. Ich zünde mir lieber noch wieder eine Zigarre an. Was da drin passiert, der Mann ist? Überlebende? Es ist alles so plötzlich passiert. Wir haben zwei Leute verloren. Wie schon gesagt, ein Damaskaner, der ist in die Fluten abgetaucht und nie wieder aufgetaucht. Und der Pirat, den hat der Paktierer erwischt. Ah, Paktierer. Nun, damit hätten wir wohl rechnen können. Also, wie ich das verstehe, ist unser Freund unter Deck auch einer. Ja, ohne Zweifel. Ich denke nicht, dass er in einem besonders hohen Kreis ist, denn er schien gehörigen Respekt vor diesem Pärchen zu haben. Aber ein Paktierer, nichtsdestotrotz. Jetzt sollten auf Maraskan müssen verzweifelt werden, wenn selbst die Ränge der Roten Legion bereits anfangen zu paktieren. Solche Leute kann man nicht respektieren. Es gibt wohl Leute, die sie fürchten, und das zu Recht, aber Respekt kann man das nicht nennen. Schaut das aber zu Lamin? Was meint er? Nun ja, ein starker Kämpfer kann den anderen respektieren. Aber ich denke, er meint, dass man den Paktierern des jenseitigen Ortbrenners diesen Respekt nicht zollen kann. Ihr solltet die Sklaven des Xaver nicht respektieren, ihr sollt sie fürchten, Diamantis. Ach, reden wir nicht mehr darüber. Das haben wir jetzt hinter uns. Zumindest fürs Erste. Ich hoffe, Rafim hat mittlerweile mit dem Paktierer auf unserem Schiff kurzen Prozess gemacht. Ich hoffe, dass sie oder Abel mir etwas herausgefunden haben. Und wir bringen ihn nicht zu Havax zurück, so viel steht fest. Das hatte er auch nie vor. Aber ich hielt es für eine gute Idee, ihn das glauben zu lassen. Nun reden wir da nicht länger drüber. Sehen wir vielleicht, was Abel mir tut. Er muss doch hier irgendwo sein. Ja, der ist nach unten gegangen, zu Canecintiana. Ist hier relativ schnell rausgestürmt. Moment, ist er da nicht jetzt direkt gegenüber? Wir sind doch in Netias Kajüte, oder? Nein, wir sind in der Kapitänskajüte genau. Ja, ihr könnt ihn aber kurz suchen und trefft dann dort auf ihn. Ja, richtig. Ja. Mich wahrscheinlich auch, weil ich ja auch nach Abelmir suche. Und dann geht die Tür auf. Ah, hier seid ihr. Ja, was ist denn? Was gibt es? Seid ihr falsch abgebogen? Nein. Ich habe ein Teil des Rätsels gelöst, aber noch nicht alles. Es gibt Dinge, Abelmir! Oh. Ja, hier. Ah, da seid ihr. Nun, was ist mit diesem verdammten Paktierer? Lebt er noch? Ja, noch lebt er. Er hat sich beide Hände abgebissen, weil er Rafim für Havax hält. Wir brauchen jetzt eigentlich nur die Erlaubnis, ihn zu töten. Also Rafim braucht diese Erlaubnis, weil du ja der Captain bist. Was? Ja. Ja, verrückt, nicht wahr? Captain, er sollte zumindest die Gelegenheit haben, sich zu äußern, bevor wir ihn hinrichten. Was erwartet ihr von Paktierern, die lügen und stehlen und töten? Nicht der Punkt. Bei diesen Monstern irritiert mich schon gar nichts mehr. Nun, er hat zumindest das Recht zu hören, wo das Ding angeklagt wird und sich zu verteidigen. Ja, da habt ihr recht. Dann kommt am besten mit. Nun gut. Hören wir, was er zu sagen hat.